Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, da der Fachtag zum emotionalen Entwicklungsansatz nicht stattfinden konnte und Frau Kont hier eigentlich einen Vortrag halten wollte zum entwicklungspädagogischen Arbeiten, sieht in der Praxis, haben wir uns dazu entschieden, im Rahmen eines kleinen Interviews, dass sie dieses trotzdem Ihnen so vorstellt. Von daher begrüße ich meine Kollegin Frau Conti recht herzlich und meine erste Frage wäre auch gleich, was ist eigentlich entwicklungspädagogisches Arbeiten? Entwicklungspädagogisches Arbeiten im Zusammenhang mit dem SEED, also dem emotionalen Entwicklungsansatz nach Anton Dosen, ist eigentlich ein besonderer Blick auf die Bedürfnisse, auf die entwicklungspsychologischen Aspekte im Leben von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Bedeutet so ein bisschen einen anderen Blick zu werfen auf Verhaltensweisen, die wir vielleicht alle in der Begleitung von dem Personenkreis kennen. Aber nochmal genauer hinzuschauen, an welcher Stelle hat das was mit Entwicklung zu tun, an welcher Stelle stehen diese Menschen gerade im Rahmen ihrer emotionalen Entwicklung, um damit bessere Rückschlüsse auf Bedürfnisse ziehen zu können und möglichst gute Angebote machen zu können, die die Bedürfnisse ja befriedigen oder in den Blick nehmen. So. Dabei geht es natürlich auch immer um den Aspekt von Weiterentwicklung. Also wenn wir davon ausgehen, dass ein Mensch ein bestimmtes emotionales Entwicklungsniveau hat, und damit bestimmte Bedürfnisse einhergehen, dann kann man grundsätzlich sagen, wenn diese Bedürfnisse gut erfüllt und bedient werden, dann ist auch eine Weiterentwicklung, ein Nachreifen, ein ja, Weitergehen in der emotionalen Entwicklung möglich. Und das ist natürlich auf der einen Seite wünschenswert und auch schön, wenn das erreicht wird. Auf der anderen Seite haben wir es aber vielleicht auch mit Menschen zu tun, bei denen nicht mehr so viel Weiterentwicklung passiert und wo es trotzdem darum geht, dann den Bedürfnissen auf der jeweiligen emotionalen Entwicklungsstufe gut zu begegnen, um eben eine angemessene Begleitung möglich zu machen. Wenn wir an dieser Stelle viel von Bedürfnissen sprechen, ist ja auch die Frage, dass ja oft, wenn es um herausfordernde Verhaltensweisen geht, Bedürfnisse möglicherweise gerade halt nicht so erfüllt werden. Von daher fände ich spannend, nochmal auch den Zusammenhang zu sehen, in Bezug auf ja emotionale Entwicklung und herausforderndes Verhalten. Können Sie da vielleicht nochmal was zu sagen? Genau, es ist so, dass gerade dann, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, Menschen, die vielleicht insgesamt schon weniger Strategien haben, geeignete Verhaltensweisen zu entwickeln, um Bedürfnisse angemessen nachzufragen, vielleicht dann Verhaltensweisen entwickeln, die als sehr herausfordernd erlebt werden und die sich dann auch eben festigen können und Teil des Alltags werden. Also vielleicht, wenn wir uns mal ein Beispiel angucken, wo der entwicklungspsychologische Blick vielleicht helfen kann, ist, wenn ich Menschen habe in der Begleitung, zum Beispiel in einer Wohngruppe, bei dem ich feststelle, der steht pausenlos vor der Bürotür, der folgt Mitarbeitern Schritt auf Tritt, dann kann ich auf der einen Seite sagen, Mensch, das erleben wir als Herausforderung, das ist total anstrengend, da ne, verfolgt jemand uns wie einen Schatten, da ist jemand nicht in der Lage, eigene Wünsche zurückzustellen oder darauf einzugehen, dass der Mitarbeiter auch sich um andere kümmern muss. Wird vielleicht als, ich sag mal, ganz platt egoistisch und rücksichtslos erlebt, dieser Klient oder dieser Mensch. Dann hilft es manchmal nochmal zu gucken, okay, auf welcher Entwicklungsstufe oder in welchem Bereich befindet sich da jemand und was mag für ein Bedürfnis hinter diesem Verhalten dahinter stecken. Wenn ich dann weiß, das ist jemand, der entwicklungspsychologisch gesehen noch sehr mit dem Thema Bindung und das Angewiesensein auf vertraute Bezugspersonen zu tun hat, der jemand Zweites braucht, um sich sicher zu fühlen, um sich selber regulieren zu können, um mit schwierigen Situationen umzugehen aus seiner Perspektive, dann geht das Verhalten nicht weg, aber es wird viel besser nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Hinweis darauf, dass es oft hilft, zu gucken, also den Blick einfach zu schärfen. Was könnte dahinter stecken? Nochmal neue Ideen zu generieren und dann auch vielleicht zu anderen Folgerungen zu kommen. Also zu sagen, okay, da ist jemand mit einem großen Bindungsbedürfnis. Wo kann ich das sicherstellen und was muss ich sicherstellen, damit vielleicht eine Ablösung oder ein Moment alleine oder eine Beschäftigung mit einer eigenen Aktivität in anderen Momenten, wo ich es dringend benötige, weil ich zum Beispiel den anderen Klienten versorge, dann möglich wird.
Wenn Sie das so genau beschreiben, dann wird ja deutlich, dass da auch eine ganze Menge an Wissen notwendig ist. Also man hat vielleicht als Mitarbeiter in einer Wohngruppe eine Ausbildung gemacht, aber ich sage mal, diesen ganz klaren entwicklungspsychologischen Blick, da braucht man aber vermutlich noch einiges an Zusatzwissen. Und da wäre sie zu meiner Frage, was brauchen Mitarbeiter oder was brauchen Einrichtungen, um vielleicht besser entwicklungspädagogisch arbeiten zu können? Ich glaube, also an allererster Stelle, und das ist ja in jedem Bereich eigentlich so, braucht es schon auch Motivation und Interesse, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich brauche Mitarbeitende, die entweder dahin geführt werden oder die das schon mitbringen, dass sie auch ein Interesse dafür entwickeln können, ja, überhaupt genauer hinschauen zu wollen. Und dann braucht es ganz genau, wie schon gesagt wurde, eben ein bestimmtes Wissen, und zwar im Hinblick darauf, was passiert eigentlich in Entwicklung oder insbesondere in emotionaler Entwicklung. Da ist es ganz hilfreich, dass man sich da eigentlich an typischer Entwicklung, also das heißt, das, was viele Menschen auch von ihren eigenen Kindern oder von Kindern, die sie kennen, beobachtet haben, orientieren kann. Das heißt, die Entwicklungsschritte grundsätzlich verlaufen bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung nicht anders, sondern verlaufen vielleicht langsamer oder stoppen auch irgendwann, und jemand erreicht bestimmte Entwicklungsschritte gar nicht. Aber grundsätzlich dient das erstmal als gutes Denkmodell dafür, was passiert eigentlich im Laufe einer typischen Entwicklung des Lebens. Ich sage mal gerade so in der frühen Kindheit, welche Themen sind da relevant, welche Verhaltensweisen spielen da eine Rolle, um gutes Grundlagenverständnis zu entwickeln. Aber und dann geht es tatsächlich auch darum, nochmal richtig entwicklungspsychologisches Wissen zu entwickeln. Und das sollte natürlich in Fortbildung nochmal zusätzlich vermittelt werden, weil es so ist, dass wir nicht in jeder einschlägigen Berufsausbildung der emotionale Entwicklungsansatz unbedingt Teil dessen ist. Haben Sie haben mir, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Sie haben ja gerade gesagt, es ist so eine bestimmte Motivation auch notwendig. Haben Sie schon erste Erfahrungen gemacht, wie Mitarbeitende auf diesen Ansatz reagiert haben? Ja, für einige. Wir haben ja schon einige Fortbildungen auch durchgeführt. Tatsächlich sind grundsätzlich, muss man erstmal sagen, die Reaktionen sehr positiv. Also Mitarbeiter haben sowas wie manchmal ein Erleben, so ein Aha-Erlebnis. Sie sagen, ach ja, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Gerade dieser Bezug, was ich eben gesagt habe, zu vielleicht den eigenen Kindern oder Kindern, die man kennt, da wird manches nochmal deutlicher und anders. Ja, kann anders betrachtet werden. Aber es ist wie bei allen Fortbildungen und bei allen Themen, mit denen man sich fachlich auseinandersetzt, auch so, dass natürlich eine Grundlagenschulung oft nicht jetzt, ich sag mal, die Kehrtwende in der Begleitung der Menschen für den Rest des Lebens geht, sondern das ist auch ein Thema, was aufrechterhalten werden muss und was in der Einrichtung oder in den Kontexten, in denen die Person arbeitet, begleitet werden muss. Vielleicht durch eine Beratung oder dadurch, dass man es immer wieder im Teamgespräch zum Thema macht, oder dadurch, dass man auch längerfristige Konzepte in der Schulung und Begleitung benutzt. Wir haben im Rahmen unseres Projekts zum emotionalen Entwicklungsansatz eigentlich genau da angesetzt, einmal eine Grundlagenschulung, sozusagen den Einstieg, so Einführungstage entwickelt, wo Mitarbeiter darin geschult werden. Was ist der Ansatz überhaupt? Welche Entwicklungsstufen kann ich voneinander unterscheiden und was kann ich dann da ableiten? Aber wir haben auch ein Curriculum, ein Weiterbildungskurs entwickelt, wo es darum geht, dass Mitarbeitende lernen, sowohl die theoretischen Inhalte, aber eben dann auch die Umsetzung in der Praxis, nämlich in der Begleitung von den Menschen, die sie im Arbeitsalltag treffen und begleiten, umzusetzen. Und diesen Weiterbildungskurs haben wir auch evaluiert und haben durchweg positive Resonanzen. Das muss man jetzt für den Ausschnitt sehen, den wir da untersucht haben, natürlich. Da mag es auch in anderen Kursen unzufriedene Teilnehmer gegeben haben, aber grundsätzlich war es durchweg positiv. Und gerade das, was wir sozusagen qualitativ nochmal an Hintergrundinformationen erhoben haben, also was hat sich verändert bei den Teilnehmenden, wir haben die beschreiben lassen, wie sehen sie, haben sie Dinge vor dem Kurs gesehen, wie sehen sie sie jetzt, wo sehen sie noch Baustellen, wo muss es weitergehen, haben die
Kolleginnen und Kollegen wirklich fundierte Rückmeldungen dazu gegeben, dass sich allerhand gedreht hat, auch eben in der Übertragung auf ihre sonstige Arbeit und die anderen Menschen, mit denen sie arbeiten. Die haben es durchweg als positiv und hilfreich beschrieben. Wenn Sie jetzt so viele positive Aspekte ja so beschreiben, gibt es denn auch Dinge, die Sie selber als problematisch sehen? Also Sie haben ja eben gerade zum Beispiel gesagt, ne, dass Mitarbeitende gut andocken können bei ihren Kindern oder Kindern, die sie ne, aus ihrem Umfeld vielleicht können. Und da gehen ja möglicherweise auch gerade, wenn es so um Teilhabe geht und um Erwachsenensein geht und Begegnung auf Augenhöhe, möglicherweise Alarmglocken hoch, wo man hört, jetzt werden auf einmal erwachsene Menschen mit dem Blick auf oder mit Vergleichen zu Kindern irgendwie in den Blick genommen. Wo sehen Sie so da mögliche Fallstricke oder ja, wie kann man dem vielleicht auch entgegenwirken, dass nicht sowas passiert? Genau, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal dafür eine Sensibilität zu haben. Ich finde, es muss Teil von Schulung und Fortbildung sein, das genau das zu thematisieren. Und es muss klar werden, dass es bei dem Ansatz nicht darum geht, Leute wieder zu Kindern zu machen, sondern es geht eher darum, eine Kollegin Sabine Zepperitz sagt das immer ganz schön, die sagt immer, es geht darum, eine neue Begrifflichkeit zu prägen. Also es geht um Erwachsensein mit kindlichen Bedürfnissen. Eben mit Bedürfnissen, die wir sonst nur von sehr kleinen Menschen kennen. Und da als völlig angemessen und ich in Anführungsstrichen normal erleben. Und das heißt aber umgekehrt nicht, dass wir jetzt jeden erwachsenen Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung mit Hello Kitty und Bob der Baumeister versorgen müssen, sondern natürlich da, wo das die Interessen der Leute trifft, sollen die das bekommen und haben, gar keine Frage, aber eher zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Also wenn das zum Beispiel, also gerade diese starken Rollenbilder, da geht es oft um Identifikationsbildung, wer bin ich eigentlich, wozu gehöre ich hier, ne? Mädchen, Junge, was auch immer, dann diese Themen auf einer Ebene zu bearbeiten, die zu dem Menschen mit seinem Lebensalter, mit seiner Lebenserfahrung, aber trotzdem seinen vielleicht eher kindlichen Bedürfnissen passt. Und da finde ich, gehört eine gewisse Sensibilität dazu, das auch zu merken und sich dessen einfach bewusst zu sein. Weil natürlich ist das eine Kritik oder eine mögliche Kritik an dem Ansatz. Gibt es so Punkte, wo Sie sagen, da haben Sie gemerkt, da sind Sie mit dem Ansatz nicht so weitergekommen oder da haben Sie vielleicht auch Mitarbeitende nicht so überzeugen können? Also vielleicht, um bei der ersten Frage zu bleiben, da sind wir mit dem Ansatz nicht weitergekommen. Ich finde, erstmal muss man sagen, der Seed als Diagnose oder Diagnostikinstrument, um festzustellen, auf welchem Entwicklungsniveau ist jemand, ist ein, glaube ich, gutes, valides Diagnostikinstrument. Da haben ja die Kollegen ganz viel auch zu geforscht und veröffentlicht, die Gütekriterien erstmal gut belegt sind. Und trotzdem gibt es in der Praxis manchmal Situationen, wo es schwerfällt, jemanden einzuschätzen oder wo man nicht zu einer punktgenauen Landung kommt, was die Einschätzung des Entwicklungsbereichs oder Niveaus angeht. Und ich finde, da ist die Kunst zu verstehen, manchmal ist da auch eher der Weg das Ziel, also mit Kollegen ins Gespräch zu kommen, sich Gedanken zu machen über Entwicklung und über Hintergründe von Verhaltensweisen, ist vielleicht viel mehr gewonnen, als hinterher ein Ergebnis zu haben, was in Stein gemeißelt ist. Weil das ist ja auch so, dass sich Menschen weiterentwickeln, dass also das Ergebnis vielleicht nie ganz in Stein gemeißelt sein kann, aber es eher als Hilfsmittel zu verstehen, diese Diskussion anzuregen und zu generieren. Das würde ich so sehen. Und dann fühlt es sich manchmal wie ein Scheitern an. Ich habe da jetzt nicht den Punktwert rausgekriegt oder das passt hier alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Und ich würde es aber eben umdefinieren wollen, nicht als ein Scheitern, sondern als eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und zu dem zweiten Punkt, wo können wir Mitarbeiter nicht begeistern, ist häufig, ehrlich gesagt, glaube ich, auch oft an sowas wie Erleben von Misserfolg geknüpft. Also wenn jemand sich dann eine schöne Intervention überlegt hat oder sich gut überlegt hat, wie möchte ich einem bestimmten Bedürfnis auf eine gewisse Art und Weise begegnen und das funktioniert dann nicht so richtig oder das greift dann nicht so richtig, dann gibt es manchmal diese Form von Resignation oder ne, das hilft hier alles nichts oder das ändert doch nichts. Und auch da würde ich sagen, wir müssen uns ja vor Augen halten,
Also womit haben wir es zu tun? Wir haben es mit einer ganz komplexen Geschichte häufig der Leute zu tun. Wo Lebenserfahrung, wo Lernerfahrung der Menschen oft über viele Jahre, wenn wir über erwachsene Menschen sprechen, eine Rolle spielen. Wo natürlich Situationsbedingungen eine Rolle spielen. Und zu erwarten, dass ein einzelner Ansatz die Antwort auf jede Frage hat oder auf jede noch so schwierige Verhaltensweise, ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu viel. Und trotzdem glaube ich, dass es viel an Input und an Ideen generieren kann, da weiterzudenken und weiterzukommen. Wenn jetzt, ich sag mal, die Zuhörer von heute von unserem Gespräch neugierig geworden sind, gesagt haben, Mensch, das klingt irgendwie ganz, ganz spannend. Was muss ich tun als Mitarbeiter oder auch als Einrichtung, zu sagen, ich möchte mich vielleicht nochmal diesem Thema mehr widmen und mich da auf den Weg machen? Was würden Sie da empfehlen? Das kommt ein bisschen darauf an, wo man, also wie niedrigschwellig möchte man ansetzen. Grundsätzlich gibt es gute Literatur zu dem Thema. Natürlich kann man Grundlagenliteratur von Anton Dogen lesen. Die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, Tanja Sapok und Sabine Zepperitz, haben einiges an Veröffentlichungen und Kollegen auch weitere, einiges an Veröffentlichungen mittlerweile zu dem Thema. Es gibt auch ganz praxisnahe, ich sag mal nicht so sehr hochgestochen wissenschaftliche Praxisbücher. Dann gibt es die Möglichkeit, bei unterschiedlichen Anbietern auch Fortbildungen zu machen. Wir haben im Rahmen des Projekts das für Autea gemacht, für ein Fortbildungsinstitut. Und es gibt an unterschiedlichsten Stellen in Deutschland oder aber eben auch in Europa Menschen, die mit diesem Ansatz arbeiten und sich damit auseinandersetzen. Es gibt eine internationale Arbeitsgruppe, wo Kollegen aus den Niederlanden, aus Finnland, aus England, aus Deutschland und so weiter zusammenkommen und gemeinsam zu dem Thema forschen und arbeiten. Und ich glaube tatsächlich, ohne da Werbung machen zu wollen, würde ich eine Suchmaschine bedienen und mich auf die Suche begeben danach, wo finde ich die Informationen in der Dichte, in der ich sie brauche. Von ich gucke mal ein bisschen und surfe durchs Internet bis hin zu ich besuche eine weitergehende Fortbildung zu dem Thema. Okay, wenn wir jetzt nochmal den Titel des Vortrags, der ursprünglich geplant war, den Blick nehmen, also SEED in der Praxis, entwicklungspädagogisches Arbeiten. Welches Fazit würden Sie ziehen, wenn Sie sagen, Sie halten jetzt nochmal kurz Rückschau, wie Sie damit gestartet haben mit dem Thema bis heute? Ja, welches Fazit ziehen Sie daraus? Ich glaube, dass das eine ganz hilfreiche Ergänzung zu dem sein kann, was wir an vielen Stellen schon tun, also uns gut auf die Leute einzustellen, personenzentriert zu arbeiten. Dazu gehört eben auch, finde ich, den Blick auf Entwicklungspsychologie zu lenken und zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, um dann besser mit möglicherweise schwierigen Verhaltensweisen oder Verhaltensweisen, die für uns zumindest schwierig zu interpretieren und zu deuten sind, umzugehen und dann nochmal neue Ideen, neue Ansatzpunkte zu entwickeln und nicht stecken zu bleiben, sondern eher würde ich es als guten Ausblick und eine Weitung vielleicht des Blickwinkels beschreiben. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, Frau Conti. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, die Interesse hatten. Und ja, wenn Sie Lust auf mehr haben, dann folgen Sie einfach den Empfehlungen von Frau Conti, sich kundig zu machen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tschüss.